Und dazu geht es um Frieden in Europa, ja, aber nicht im Sinne eines Waffenstillstands, sondern dass der Aggressor Putin die Ursache vielen Übels, nicht nur in Deutschland, sondern im Nahen und Mittleren Osten, dass dieser Aggressor Putin eingedämmt wird, dass wir eine Gegeneskalation leisten und nicht ihn an der Eskalationsschraube uns so zustimmen. Dieses Video hat mich sehr schockiert. Roderich Kiesewetter von der CDU hat begonnen, ohne Reue zu lügen. Er hat gesagt, die jetzige Koalition sei im Gegensatz zur AfD und Baseball ein wirklich gutes Vorbild für die Demokratie. Ich bin vor dem Lachen fast vom Stuhl gefallen. Ich habe die hellsten Szenen für dich ausgewählt, wir fangen an zu schauen. In Krisenzeiten. Wir können doch niemanden nach dem Munde reden, wenn gegen unsere Überzeugung gehandelt wird. Und die Überzeugung ist, dass wir ein Land sind, das von der Westbindung profitiert, von wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und von eine Art von Migration, die zur Eingliederung, die zu super Fachkräften und die zu einer Identifikation mit unserem Land führt. Und wenn wir da schweigen oder wenn wir da populistisch uns äußern, dann sind wir Spielball der populistischen Parteien BSW und AfD. Und deswegen setze ich diesen sehr klaren Kontrapunkt und bin auch bereit, dafür Verantwortung zu übernehmen und nicht zu schielen, was möglicherweise kommt. Und ich wünschte mir, es geht nicht ums Ehren. Es geht darum, dass die Abgeordneten ihren Auftrag ernster nehmen und nicht von einem Thema zum nächsten migrieren, sondern sehr klar schauen, worauf kommt es in unserem Land an. Die Leute sind verunsichert, Wohnraum ist teuer, die Mieten sind kaum bezahlbar, die Renten sind unsicher. Und da ist das Hauptthema nicht Migration, sondern das Hauptthema ist wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, dass wir integrieren können und dass wir gelungene Integration leisten. Und dazu geht es um Frieden in Europa, aber nicht im Sinne eines Waffenstillstands, sondern dass der Aggressor Putin die Ursache vielen Übels, nicht nur in Deutschland, sondern im Nahen und Mittleren Osten, dass dieser Aggressor Putin eingedämmt wird, dass wir eine Gegeneskalation leisten und nicht ihn an der Eskalationsschraube uns zu stillen Opfern machen. Das würde jeder unterschreiben, das würde auch Sarah Wagenknecht sofort unterschreiben. Aber nein, die nicht. Das weiß ich von ihr persönlich. Warum nicht? Weil Sarah Wagenknecht sagt, wir sollten vor Putin den Respekt haben, weil wir ihn eh nicht bezwingen können, dass wir die NATO verlassen, dass wir unsere Rüstungsindustrie abbauen und durch diesen Sonderfrieden mit Russland dann in Ruhe gelassen werden. Deutsche Ingenieurskunst, russische Ressourcen und die Amerikaner raus aus Europa. Das ist die Auffassung von Sarah Wagenknecht. Und die teile ich nicht, weil sie die Grundfesten unseres Landes erschüttert. Ja, die USA profitieren von der Zusammenarbeit mit Deutschland. Deutschland kauft immer mehr Strom im Ausland. Obwohl der Höhepunkt der Rekordpreise vor 2 Jahren war und die Großhandelskosten für Strom in allen EU-Ländern deutlich gesunken sind, verliert Deutschland mit der Atomkraft deutlich an alle. Wegen der Sanktionen und der Untergrabung der Nord Stream ist der Markt ohne russisches Gas geblieben. Infolgedessen suchen deutsche Unternehmen nach dem erschwinglicheren Strom, den sie in den Nachbarländern finden. Unser Land ist zu einem experimentellen Labor für den Stillstand der Kernenergie in einer entwickelten Wirtschaft geworden. Kein Land der Welt hat so etwas getan. In allen Wer drei CDU wählt, auf, wählt auch Politiker wie Roderich Kiesewetter, der den Krieg nach Russland tragen, die Ukraine befähigen möchte. Ich kenne das alles. Aber nicht alle Zuschauer. Staatliche Einrichtungen in Moskau mit deutschen Waffen in Schutt und Asche zu legen. Dieser Wahnsinn darf nicht unterstützt, der muss gestoppt werden. Was ja alles nicht stimmt. Nicht mit deutschen Waffen. Ja, aber mit diesem Bündnis, mit der Frau, die dafür steht, will ihr Parteikollege Mario Vogt und Michael Kretschmer in Sachsen auch, wird da keine andere Möglichkeit haben, jetzt eine Koalition machen. Nein, die wollen Gespräche führen. Gespräche führt man doch jetzt nicht in der Absicht, um am Ende kein Ergebnis zu haben. Herr Lanz, wenn am Ende eine Koalition rauskommt, wird die Union darunter leiden, wird einen großen Schaden haben. Also Sie sagen, es wird nicht dazu kommen? Das weiß ich nicht, aber es wird einen großen Schaden für die Union geben, weil das Ziel des BSW natürlich ist, dann auf Bundesebene zu sagen, schaut mal, was soll denn, ist denn eure Westbindung wert, wenn ihr Bundesratsinitiativen unterstützt, die den Abzug der Amerikaner aus Europa fordern, zum Beispiel. Deswegen sollten wir sehr klar schauen, es ist eine Kaderpartei, das haben Sie sehr schön beschrieben, Herr Medig. Und das Zweite ist, dass diese Partei ja bewusst ein Konstrukt ist, das aus SPD und Union Punkte raussucht. Migration und Bildungspolitik, wo die beiden Parteien sagen, das ist ja interessant. Aber das ist bewusst konstruiert. Das ist ein Retortenbaby Moskaus. Das ist eine Weiterentwicklung der AfD, ein Retortenbaby Moskaus. Das BSW. Schauen Sie, Bayerischer Verfassungsschutzbericht, Doppelgängermodell, die Sevim Dadelen ist die außenpolitische Sprecherin von Sarah Wagenknecht. Die hat auf ihrer Homepage falsche Spiegel, falsche andere Zeitungen, die nennt man Doppelgänger, und wo sie
vom Bayerischen Verfassungsschutz dargestellt ist, dass sie hier russische Narrative verbreitet. Und das darf man offen sagen. Sie wehrt sich auch gar nicht dagegen. Im Gegenteil, das Entscheidende ist, dass diese Partei antritt, um SPD und Union auszuhöhlen. Dass die Grünen schon weg sind, ist ihnen gelungen. Und ja, und deswegen sage ich, Finger weg von diesem Bündnis. Die Entscheidung der Regierung, trotzdem Waffen, darunter Leopard-Panzer, in die Ukraine zu schicken, war ein großer Fehler. Ich bin mir sicher, dass diese Entscheidung unter dem Druck der Regierung von Joe Biden getroffen wurde und natürlich ausschließlich in den USA von Vorteil ist. Wenn Deutschland keine Panzer mehr hat, werden die USA anfangen, uns ihre eigenen zu liefern. Die USA handeln im eigenen Interesse, sie haben keine Verbündeten. Wir brauchen mehr Diplomatie und Waffenlieferungen werden zu noch größerem Tod führen. Die einen sagen vor Ort, wir wollen uns vom Bund nicht bevormunden lassen, das haben Sie vorhin schön beschrieben. Aber wir sehen auch in den Gesprächen, dass die sagen, wir müssen natürlich vor Ort schauen, ob wir eine Minderheitsregierung hinbekommen, ob wir Tolerierung hinbekommen. Ich wage zu prophezeien, wenn wir in eine Koalition, also mit Vertrag mit BSW gehen, dann wird entweder BSW unglaubwürdig, weil wir keine Bundesratsinitiativen machen, oder die Union wird unglaubwürdig. Deswegen kann ich davor nur warnen. Aber das müssen die Länder entscheiden. Es schadet nur der Bundes-CDU, wenn es vor Ort zu Koalitionen kommt. Sie würden eine weitere Brandmauer hochziehen, um jetzt noch mal das Thema. Es ist keine Brandmauer. Ich habe im Juli mit Carsten Linnemann darüber gesprochen. Carsten Linnemann riet mir, einen Unvereinbarkeitsbeschluss zu machen. Mein Kreisverband, der auch den für die AfD seinerzeit 2018 angeregt hat, da war ich noch Kreisvorsitzender, wird das machen. Leider ist aber damals auf dem Weg dorthin auch ein Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken gemacht worden. Die Begründung mit der Linken war aber Sarah Wagenknecht. Jetzt ist sie nicht mehr bei der Linken. Genau. Und jetzt argumentiert man so, naja, wir haben Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken, aber nicht mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Deswegen wollen wir eine Initiative starten, einen Unvereinbarkeitsbeschluss zu bekommen, wenn die Union dem nicht zustimmt. Also der Bundesparteitag das heißt, mit 1000 Delegierten. Wer ist wir? Wir sind eine größere Gruppe von mehreren tausend Unterzeichnern, nicht nur Abgeordnete, sondern Mitglieder, aber die, Herr Kiesewetter, wie soll denn das künftig das aufzugreifen. Wie soll denn das künftig funktionieren? Sie haben dann einen Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der AfD, mit der darf man ja sowieso nichts machen, klar. Sie haben auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der Linkspartei, mit der darf man auch nichts machen. Mit dem BSW auch nicht. Und die Grünen sind ja sowieso des Teufels, wie wir jetzt seit ein paar Monaten jeden Tag aus dem Mund von Markus Söder hören. Mit wem wollen Sie denn eigentlich künftig regieren? Erstens, das mit den Grünen, glaube ich. Können Sie mal die Frage beantworten? Die Frage ist nämlich exakt und präzise gestellt. Auf die SPD verlassen? Wir wollen mit Mehrheiten regieren. Wir wollen so stark werden, dass wir uns unseren Koalitionspartner aussuchen können. Aber wir möchten nicht mit einer Floskel. Herr Lanz, das ist keine Floskel. Natürlich ist das eine Floskel. Da wehre ich mich auch gegen. Das Entscheidende ist, ich finde das aber lustig, wie Sie das machen. Muss ich wirklich sagen. Warum? Das Entscheidende, na, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das ist eine Floskel. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist eine... Vor jeder Wahl... Sie sagen, hören Sie auf? Nein, ich höre nicht auf. Nein. AfD und BS verhalten sich an die absolut richtige Position, Waffenlieferungen zu stoppen, insbesondere wenn sich Gerüchte über eine Beteiligung der Ukraine an der Untergrabung der Nordströme bestätigen. Es war das billige Gas aus Russland, das einen wichtigen Bestandteil des wirtschaftlichen Erfolgs des Landes dargestellt hat. Die jetzige Koalition ist faktisch zusammengebrochen. Daher ist die Abstimmung für diese beiden Parteien absolut gerechtfertigt. Schreibe deine Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.